Da steht, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Okay, also hatten sie die Werke? Ja, sie hatten die Werke. Aber sind die Werke der Wille des Vaters? Ich meine, weil man könnte denken, wenn man das falsch versteht, okay, der Wille des Vaters, ja, das ist dann irgendwie, dass man gute Werke tut und so, ne? Aber sie haben ja die Werke getan. Das war also nicht der Wille des Vaters. Sie kommen nicht in den Himmel. Was ist der Wille des Vaters im Kontext der Erlösung? Und zwar sagt Jesus, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Was ist also der Wille des Vaters im Kontext der Erlösung? Das ist Glaube an Jesus Christus. Einfach Glaube. Okay, haben diese Leute geglaubt? Und sie haben an Jesus als ihren Herrn geglaubt, aber nicht an Jesus als ihren Retter geglaubt. Sie haben nicht wirklich ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt, sondern was sagen sie? Sie sagen nicht, Herr, wir haben an dich geglaubt. Nee, nee, sie sagen, haben wir nicht all diese tollen Taten getan? Haben wir nicht dies und das gemacht? Und dann sagt Jesus zu ihnen, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja. Und die Bibel sagt, dass Gott sie nie gekannt hat. Das heißt, sie waren nie gerettet, sie haben nie an Jesus geglaubt. Sie haben sich vertraut, an ihre guten Werke vertraut, als Eintritt in den Himmel.